Mehr als 5000 Mal wurde er bisher verliehen für herausragende Leistungen im Freistaat. Die Zahl der lebenden Träger des Bayerischen Verdienstordens ist auf 2000 begrenzt. Seit heute schmückt er insgesamt 1857 Menschen, zum Beispiel die ehemalige Präsidentin des Landgerichts München, Konstanze Angerer. Auch der Vorsitzende des Bayerischen Journalistenverbands, Wolfgang Stöckel, wurde geehrt. Der Verdienstorden geht natürlich auch an Politiker verschiedener Parteien. Etwa an Gesundheitsminister Markus Söder, den Europaabgeordneten Wolfgang Kreissel-Dörfler, den Landtagsabgeordneten Martin Runge oder Staatssekretär Markus Sackmann. Auch der Komponist und Musikproduzent Ralf Siegel wurde ausgezeichnet. Als weitere Vertreterin der schönen Künste genoss Susanne von Borsody die Verleihung des weiß-blauen Pour le Mérite. Auch ihr Schauspielkollege Gerd Anthoff freute sich über die Auszeichnung.